Nun gut. Schauen wir uns noch die Ruine da drüben an. Ansonsten können wir dann, denke ich, auch hier unseren Weg fortsetzen. Ja, ich habe mich sehr über die Kommentare übrigens gefreut, die ich bislang schon so bekommen habe. Ich bin es ja gar nicht gewohnt, so viel Aufmerksamkeit für meine Let's Plays zu kriegen. Aber ist wohl einfach der Tatsache geschuldet, dass ich mal ausnahmsweise recht aktuell bin mit meinen Spielen. Und ja, ich fand es auch schön, dass es dem einen oder anderen gefallen hat, dass ich mal so ein bisschen abschweife und philosophiere. Das kann ich natürlich auch gerne in Zukunft fortsetzen. Allerdings die Themen, die ich schon angerissen habe, naja, die wollte ich jetzt nicht unbedingt nochmal anreißen. Wäre ja langweilig, wenn ich immer wieder dasselbe erzähle. Allerdings könnte man zum Beispiel mal, passt ja insofern gut, dass wir hier nur ein englisches Spiel haben, das Thema Übersetzen anreißen. Und jetzt stört mich gerade die Lampe ganz gewaltig hier. Ich kann es gar nicht erkennen, was das sein soll. Eigentlich. Tja, was ist das? Es sieht wieder aus wie die Perversion einer chemischen Struktur sozusagen. Ich weiß, ich sollte nicht immer interpretieren, dass überall chemische Strukturen gemalt sind, aber das sieht doch schon wieder stark nach einer Abart der Struktur aus, die wir immer hatten. Ich kann allerdings nicht sagen, was das darstellen soll. Also leider keine Ahnung. Da bin ich etwas überfragt. Ja, also was ich sagen wollte, ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt schon war. Jetzt bin ich schon wieder aus dem Konzept gerissen worden. Sehr passend dazu zu dem Spiel wäre ja das Thema Übersetzung mal anzuschneiden und ich möchte da mal eine Lanze für Übersetzer brechen. Ich habe das Gefühl, die landläufige Meinung geht immer mehr in die Richtung. Wir kommen hier übrigens nicht hoch. Ich bleibe hier nicht stehen, sondern wir kommen wirklich nicht hoch. Die landläufige Meinung geht ja immer mehr in die Richtung, dass Übersetzer überhaupt nicht benötigt werden, weil ja mittlerweile jeder der Meinung ist, Englisch wirklich zu können. Allerdings habe ich festgestellt, es ist doch etwas ganz anderes, eine wirkliche Übersetzung zu tätigen, als einfach nur es irgendwie zu verstehen. Und das gilt nicht bloß für literarische Übersetzungen, wie es hier der Fall ist. Also es ist ja ein interpretierendes Übersetzen, was ich hier versuche zu veranstalten. Recht kläglich und erfolglos, weshalb ich es auch beim oberflächlichen Ankratzen der ganzen Sache belasse. Aber richtige Übersetzer werden schon noch benötigt und das Problem ist, die Leute wertschätzen es viel zu wenig eigentlich, dass jemand jahrelang sich einer Übersetzerausbildung oder einem Übersetzungsstudium hingibt, um dann zu übersetzen. Also ich finde das ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil es doch eigentlich eine ziemlich komplexe Sache ist, ein ziemlich komplexes Fachgebiet. Und ich habe gerade schon wieder das Bedürfnis, mich hier runterzustürzen. Also werde ich noch einmal speichern. Und wir schauen mal, was es da unten so gibt. Hui! Come back. Come back. Okay, das tun wir. Ja, also auch hier können wir uns nicht herunterstürzen. Nirgendwo findet uns der Tod. Wir sind allein auf einer einsamen Insel und es gibt keinen Ausweg, als den die gesamte Insel und damit das gesamte Ich unseres Erzählers zu ergründen. Ich habe übrigens nicht vergessen, dass wir da drüben, auf der anderen Seite der Schäfersiedlung noch eine Ecke offen hatten. Die werde ich mir nach dieser Aufnahmesession mal genauer anschauen und falls dort etwas ist, werde ich die beim nächsten Mal noch mit euch abklappern, ganz fix. Jacobson's ribcage, they told Donnelly, was deformed, the result of some birth defect or perhaps a traumatic injury as a child. Brittle and overblown it was, and desperately light. Perhaps it was this that finally did for him. Unable to contain the shattering of his heart. In half-light, his skeleton a discarded prop, a false and calcified seabird. Ich habe das Gefühl, unser Erzähler weicht seinen eigenen Gefühlen so ein bisschen aus, indem er jetzt mehr darauf zurückgreift, die Geschichte der Insel uns vorzustellen oder hier mit hinzuschreiben, quasi in diesem Brief an Esther. Vielleicht zieht er da aber auch einfach Parallelen zu seinem eigenen Ich. Das muss ich mir mal genauer angucken, wenn ich dann wieder die Beschreibung noch schreibe zu dieser Folge, beziehungsweise diesen beiden Folgen.
Ich weiß es nicht so genau. Es ist halt wirklich schwierig, sich das zu interpretieren, gerade wenn man der Sprache selbst nicht mächtig ist. They found Jakobsen in early spring. The thaw had only just come. Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. His fingernails were raw and bitten to the quick. They found the phosphorescent moss that grows in the caves deep under the nails. Whatever he'd been doing under the island when his strength began to fail is lost. He'd struggled halfway up the cliff again, perhaps in a delirium, perhaps trying to reach the Bothy's fire before curling into a stone and expiring. An seinen Fingernägeln haben sich phosphoreszente Moose befunden. Vielleicht ist das dann die Wandmalereien, die wir überall finden, vielleicht ist es dann ein Nachempfinden des Jakobsens von damals, also der, dass der Erzähler quasi selbst darauf zurückgreift, irgendwo auf diese Art der Verarbeitung, weil er halt immer mehr mit der Insel und ihrer Geschichte verschmilzt, weil sie seine Seele widerspiegelt, dass er vielleicht auf dieselben Methoden zurückgreift, die in der Geschichte der Insel schon quasi vorgekommen sind, um seine Erlebnisse, seine Gedanken, seine Qualen auszudrücken und aus seinem Geist herauszudrücken. Und das Boot liegt schon eine Weile, würde ich sagen. Während die Fässer eigentlich... sind das Holzfässer? Die sehen so metallen aus, ich weiß es nicht, aber wir werden mal hier drüben jetzt dann die Höhle betreten und ich glaube, eine Höhle ist auch dann das dritte von 4 Kapiteln, die unsere Insel hier auf Dia Esta zu bieten hat. Also es könnte sein, dass wir gleich schon wieder ein neues Kapitel betreten. Wir werden aber vorher noch, bevor wir die Höhle betreten, uns hier ein bisschen umschauen. Climbing down to the caves, I slipped and fell and injured my leg. I think the femur is broken. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves, winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the Bothy to rest, but it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Das klingt ja nicht gerade positives verheißend. Also scheint unser Erzähler auch schon den Tod gefunden zu haben, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, dass er sich etwas gebrochen hat und dass die medizinische Versorgung auf der Insel nicht ausgereicht hat, um ihn hier dauerhaft am Leben zu halten, sondern dass es nur noch dafür reichte, um seine letztendliche Aufgabe hier erfüllen zu können. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir da oder dahin gehen. Ich denke aber, in der Höhle wird es weitergehen, deswegen schlage ich diesen Weg ein. Und so erkunden wir noch diese Gasse und dann wird es das auch schon wieder mehr oder weniger gewesen sein für heute. Ist es hier so dunkel? Eigentlich ist es doch relativ hell. Du brauchst die Taschenlampe gar nicht. Hier drüben gibt es aber weniger Zeichnungen, habe ich das Gefühl. Also die Wände sind weniger beschmiert mit irgendwelchen lumineszierenden Farben. Im Übrigen fand ich die Musik gerade am Höhleneingang sehr merkwürdig, wobei man kann es gar nicht so richtig als Musik beschreiben. Das waren ja mehr Stimmen, die ein Stimmengewirr, das durcheinander ging. Und hier liegen Buchseiten oder Briefseiten, das könnte auch sein. Verschiedenste, das sieht entweder gedruckt oder von einer ganz gleichmäßigen handgeschrieben aus, mit sehr kleiner Schrift, während das da eindeutig handschriftlich ist. Eher wie ein Brief. Was haben wir hier? Irgendeine History, ich kann das nicht lesen, was das heißt. Wenn es jemand lesen kann, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß es gerade nicht so richtig, was hier steht. Das ist ja überall dasselbe, dieselbe Ausgabe, derselbe Einband. Irgendeine History. Ich weiß es leider nicht. Aber hier hat irgendjemand seine Bücher entsorgt. Ach, eine Kiste mit Klamotten, das ist ja... Mensch. Das sieht alles interessant aus. Eine Karte. Sind das vielleicht... Wir hatten doch
unser Erzähler hat doch berichtet, dass er mit Landvermessungskarten den Punkt gesucht hat, an dem es passiert ist. Ich vermute ja, dass es ein Unfall, dass es der Unfall war, der gemeint ist, bei dem Esther eventuell ums Leben gekommen ist. Man weiß es ja nicht so genau. Sind das vielleicht diese Karten oder die Unterlagen und die Zeugenaussagen, die unser Erzähler hatte, um da seine, um sich das zu rekonstruieren, den Hergang? Wobei dann natürlich dieses History nicht dazu passen würde. Was auch immer da drüber steht, ich weiß es nicht so richtig. Vielleicht hat er letztendlich alles hier hinabgeworfen in diese Schlucht. Warum auch immer. Gut, dann haben wir jetzt diese dunkle Ecke hier genug erkundet. Dann werden wir uns hier vorbegeben. Und uns nochmal vor dem Höhleneingang ganz schnell umschauen. Und ich habe es mir jetzt doch gerade anders überlegt. Ich werde jetzt noch am Höhleneingang einen ganz kurzen Schnitt reinmachen und wir sehen uns dann direkt in dem Tal hier hinten wieder, aus dem wir gekommen sind, damit wir uns noch die andere Ecke fix anschauen können. Vielleicht gibt es ja dort doch noch etwas, denn die Höhle würde ich gern mit euch dann morgen erkunden. Nicht? Die sieht nämlich stark danach aus, als ob es dann hier wirklich weitergeht. Also wir sehen uns gleich wieder im Tal weiter hinten auf der Insel. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück am Fuße der Schäfersiedlung, wo hier noch diese Straße abzweigt. Und die wollen wir uns noch anschauen für heute. Und werden uns dann morgen, wie gesagt, in die Höhlen stürzen. Mal schauen, ob es hier überhaupt noch was gibt. Ich weiß es ja gar nicht. Vielleicht ist das auch bloß eine Ecke, wo einfach gar nichts ist. Das kann auch sein. Und selbst wenn, dann können wir noch ein bisschen die schöne Gegend erkunden. Und tatsächlich, hier ist Schluss, hier ist abgesperrt. Wir kommen hier, wir kommen vielleicht doch weiter. Nein, doch. Und dann werden wir hier auch mal das ausnutzen und noch die 2 Meter gehen. Und vielleicht mal schauen, ob er noch irgendwas zu den Klippen sagt, hier unser Erzähler. Nein. Sieht nicht so aus. Nun gut, man muss ja mal ein bisschen erkunden und vielleicht schauen, ob er nicht doch noch was erzählt. Und dann können wir uns ja eigentlich auch hinabbegeben. Vielleicht ohne zu stürzen, denn dann könnten wir vielleicht sogar unten ankommen, ohne dass wir, huch, gleich wieder hier hinaufgesetzt werden. Und dann können wir vielleicht noch ein bisschen, hui, den Strand erkunden. Sehr gut. Ich glaube gerade, lasst mich kurz was überprüfen. Nein, doch nicht. Ich dachte gerade, wir wären jetzt an dem Strand, der unten direkt vor der Höhle ist, sind wir aber nicht. Und hier scheint es eine hübsche kleine Bucht zu geben. Die gefällt mir wirklich gut. Was ist das? Ein Warndreieck. Aha. Sieht wieder wie ein Hinweis auf einen Autounfall aus, finde ich. Und ansonsten gibt es hier aber auch nichts weiter außer ruckelndem Bild. So, jetzt geht's wieder. Und dann werden wir uns jetzt nochmal schnell hier den steinernen Strand entlang begeben, die kleine Küste. Und dann werden wir mal schauen, ob unser Erzähler nicht vielleicht doch noch was zu berichten weiß. Und wenn nicht, haben wir zumindest hübsche Bilder. Und hochkommen würden wir übrigens nicht mehr, so wie es aussieht. Aber hier geht ein Weg hoch. Ah, das ist doch die Ecke. Wir sind also da oben herabgegangen, jetzt den Hang. Und sind jetzt genau da rausgekommen, wo es zur Höhle geht. Dort hinten. Und diese Stelle wollte ich euch sowieso noch zeigen, hier vorne mit der kleinen Bucht. Weil ich die einfach wunderschön fand. Okay, da haben wir jetzt noch eine kleine Abkürzung gefunden, die uns letztendlich gar nichts bringt, aber wir haben zumindest mal gesehen, dass doch alles ein bisschen miteinander zusammenhängt hier, die ganzen Ecken. Und dann werde ich jetzt noch schnell von zu dem Schiffswrack gehen, damit wir wie immer mit dem Blick auf ein Schiffswrack hier für heute den Tag beenden können. Und dann werden wir uns morgen frisch, fromm, fröhlich, frei den Kavernen widmen sozusagen. Den Höhlen und werden mal schauen, ob wir dort weitere Malereien finden und ob wir tiefer in die Seele unseres
Erzählers eindringen können. Das kann ich leider nicht lesen. Das scheint eine Zeitung zu sein. Es ist immer schade, dass man zwar immer so angefüttert wird mit irgendwelchen Sachen, die ganz deutlich eigentlich irgendwie ausgestaltet sind, aber dass sie dann zu klein sind, um sie irgendwie zu erkennen. Das ist ein bisschen gemein, finde ich. Aber nun ja, mit diesem Bild, ja, das ist doch gut. Mit dem Bild des Schiffswracks, also wir stehen im Schiffswrack drin, diesmal ausnahmsweise und blicken nicht bloß drauf, beende ich den heutigen Tag, sagen wir mal. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit zwei neuen Folgen dann, wenn ich es wieder arrangieren kann. Und ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß und habt noch heute einen schönen Tag. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns.